Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zum Angezockt-Video. Wolzen Lords of Mayhem. So, und es kommt echt. Ich weiß schon, warum die GameStar so ein bisschen Probleme hatte. Ich habe auch gerade ein bisschen Probleme. Einmal war ich vor 18 Uhr online, wollte schon eine erste Aufnahme machen. Da war es aber noch die Beta. Ich glaube, die kam erst um 18 Uhr, wurde es freigeschaltet, weil es ist ein Early Access-Spiel gewesen. Und kam heute am 13.02. offiziell raus. Das Video kommt aber leider erst am Tag später. Na, also für euch frühestens am 14. So, und jetzt habe ich einen geilen Effekt. Ich habe das Spiel geupdatet. Ich hatte den Tag vorher schon die Beta runtergeladen. Ich habe es nochmal geupdatet. Und jetzt sagt er mir hier, please restart. Update ist verfügbar. Nee, fick dich. Ich bin auf dem aktuellsten Stand. Fängt eigentlich schon schlecht an. Ja, es ist halt so ein Diablo Path of Exile Verschnitt. Sah aber auf jeden Fall interessanter aus als Warhammer Chaos Bane, was ich durchgespielt habe. War halt ein Warhammer Spiel. Geht nicht anders. Muss man spielen. So. Da ich jetzt hier langsam Puls kriege, spielen wir halt offline. So. Oh, Männlein, Weiblein können wir haben. Eieiei. Nee, wir nehmen aber mal Männchen. Next. Kann man das überhaupt erkennen? Oh, ist ein breiter. Nehmen wir den mal. Dann nehmen wir weiße Augen. Oh. Hä? Muss ich jetzt das andere Auge anklicken oder was? Okay. Finde ich ja schon mal nett, dass es so viele Möglichkeiten gibt, aber da ich schon ungefähr weiß. Ach so, Left Eye, Red Eye. Was? Your connection with the game service timeout. Ja, fick dich. Dann spielen wir halt offline. Nee, machen wir ein sehendes Auge und ein sehendes Auge. Weil ich habe mir vornherein schon überlegt, was wir spielen. Wir haben da so einen Bogenschützenklasse, wir haben Nahkämpfer, einen Tank halt. Und ich werde dieses Mal aber was spielen, was ich sonst nie spiele. Und zwar machen wir uns jetzt einen Magier. Boah, hier mit richtigen brennenden Haaren. Komm, die nehmen wir. So. Magier brauchen auch immer Bärte, aber ein Rotbart oder Weißbart. Oh Gott, sieht aus wie der Weihnachtsmann. Das geht nicht. Nee, ich glaube, auch rote Haare im Bart sehen scheiße aus. Das können wir echt nicht bringen. Ah, vielleicht gehen wir doch weg von den roten Haaren. Entschuldigung, ist das eine wirklich schwierige Frage? Also ich fand jetzt die die roten Haare ohne Bart cool. Mit Bart, das sieht einfach nicht aus. Oder vielleicht nicht so ein knalles Rot. Boah, das geht schon eher. Ich würde da gerne noch weiß mit zumischen. Geht sowas? Nee. Na gut, das sieht grimmig aus. Weiß nicht, wie der, wie das heißt. Backenbart, Pornobart. Nee, Porno wäre das hier. Ein Schnäuzer. Was hat irgendwas? Das, weil man sieht so richtig schön die Stränge in seinem Gesicht. Das gefällt mir. Das Gesicht gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich lasse das so. No. Nee, das Schnurrbart geht echt nicht. Gut, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ach, Männer und Bärte. Hm.
Das ist jetzt wirklich nicht leicht. Ach komm, man kriegt den jetzt hier. Nee, das geht nicht. Der, nee. Ich nehme das. So, next. Ja, wie gesagt, Bogenschütze spiele ich per se nicht, hasse ich. Ich weiß nicht warum, kann ich nicht leiden. Die Klassen spiele ich immer am liebsten, Nahkämpfer. Aber heute versuchen wir mal, Alter, was ist das für ein Helm da oben? Wie kannst du so jemanden in den killen, das ist ja... Aber sonst... Ich muss echt sagen, ich finde die, so die Rüstung oder so, das geht schon so Richtung Warhammer. So, ja, wie heiße ich denn? Nennen wir uns einfach mal Heinrich, weil alles andere würde euch verwirren. Create. Ey, gerade hatten wir die geile Porno-Rüstung, jetzt haben wir den Scheiß. Children, oh scheiße. Eine Sache müssen wir noch ändern. Das finde ich nämlich... Unschön. Kleiner Augenblick. Was ist denn Settings überhaupt? Warum ist denn alles low? Ah. Schlecht vorbereitet, Heinrich. Schlecht vorbereitet. Ja, machen wir. Fangen wir mit low an. Tut mir leid. Ich möchte jetzt nicht neu starten. Aber die Sprache hätte ich gerne noch geändert. Ja, hat er auch jetzt schon. Oh, wir können jetzt schon Abspann gucken. Sind wir schon durch? Zurück zum Spiel. Charakter, Spieleinstellungen hatten wir. Feuer frei. Ich bin gespannt. Spricht man es überhaupt Wolzen aus oder Wolschen? Willkommen bei Wolschen, Lords of Mayhem. Hier sind einige nützliche Links für euch. Ja, klicke ich mal drauf? Nö. Geht natürlich nicht, als ob ich mir das merken würde. Oh, sind sogar bei Twitter. Ich bin auch bei Twitter, aber ich gucke da nie drauf. Scheiße. Fällt mir jetzt mal gerade so ein, wo ich das lese. Scheiße, ich habe einen Twitter-Account, den ich halt ewig nicht mehr bedient habe. Ja. Ist auch, glaube ich, besser so. Alter, was hat denn der für eine Schulterpanzer hier? Das ist ja... Kannst du der Hüte aufhängen? Nee, das ist ein Kleiderständer. Hier kannst du Jacken aufhängen. Ey, Junge, warte mal. Hier, halt mal meine Jacke. Aber das sieht schon echt hier mit dem, mit den Teilen, das erinnert mich echt an Warhammer. Aber die Schulterpanzer sehen doch hier scheiße aus. Das könnte Korn sein. Die haben auch hier von der Fantasy so einen breiten Schild, meine ich. Natürlich fehlen hier die ganzen Totenköpfe und Korn-Symbole. Geht aber schon so in die Richtung, finde ich. Sprache ist Englisch. Nur Untertitel dürfte Deutsch sein. If you cannot defeat me, how do you plan to defeat the supernatural forces that feed and prey on mankind? Again! Do you not feel pain? I feel it all right. Just as I feel yours. Pain is a merciful teacher. I had hoped that you three more than anyone would have learned to embrace it by now. Orphans carry the burden of pain with them, always. Finding a new family only alleviates it. Look at you now. That pain has made you strong. Proud soldiers of the Republic, purifiers hunting witchcraft wherever it hides. The children of Hemlock. My children. With all due respect, what are we doing here? The Brotherhood of Dawn attacked one of our keeps 2 weeks ago, and we still haven't moved against them. Our way commands that we retaliate. Sister! Our way? Our way commands that we follow the Senate's orders. What if they ask us to stand down? They won't. Arrangements have been made. Arrangements? Grand Inquisitor! At ease. The Senate voted for your retaliation campaign. They're sending the Purifiers to march on the Brotherhood of Dawn. Good. Operation Dawnbane now begins. Prepare my legion.
I'll lead it myself. Ja, die Zeichnung finde ich bisher ganz gut. Gefallen mir. Oh, es gibt sogar bewegte Bilder. Operation Morgenröte. Space Marine. The clock ticks, Malis. We need to get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children. Silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. Siegeladder, down! Okay. On me! Told you Hemlock would send us. Yeah, I'm not betting with you again. Focus! So, ich bin ja ein Kackkämpfer, ich bin auch Magier, Mann. Aber wahrscheinlich kommen wir dazu noch. Stadtportal. Aktive Fähigkeiten, Inventar. Charakterblatt. Na, das kommt wahrscheinlich alles noch. Linke Maustaste, rechte Maustaste, Powerschlag. Ja, Gesundheit haben wir gerade nichts. So. Geh nochmal, ja, ich weiß, geringe Qualität. Ich gehe nochmal hier auf 80 runter, weil auch diese Zwischensequenzen, die waren ja recht laut. Und ich finde auch, es sieht jetzt nicht scheiße aus. Also für so ein Hack-and-Slash-Spiel. Mal gucken, wie die Effekte als Magier sind. Da bin ich immer echt gespannt. Cool wäre es hier auch gewesen, wenn sie so eine Aufforderung machen. Ey, beeil dich! Geh in Deckung! Aber, naja, nicht so viel des Guten. I want those ledges clean. One each. Let's go. Okay. Forward! Befreie die Klippe. So, nutze linke Maustaste, um Gegner zu greifen. Ja, das kenne ich. Nutze die Leertaste, um auszuweichen. Oh, wir können ausweichen? Krass. Nutze rechte und kraftvollen elektrischen Angriff. Okay. Das finde ich jetzt. Purity in sacrifice. Look, a Republican und tot. Ah, Bluteffekte gibt's. Das macht mich auch glücklich. Ja. Mal ausweichen. Das mit dem Ausweichen, das gefällt mir. Das gefällt mir. Was ist das hier? Das ist Willenskraft. Willenskraft ist dann wahrscheinlich Mana oder sowas. Aha, aha, aha. A bomber. You will burn, Republican Trash. Jetzt macht natürlich das Ausweichen und so Sinn. Good riddance. Yeah. We'll fly you alive. Oh. Oh. You hear that? Schaffen wir. I gotcha. Okay.
Ja, die GameStar meinte ja, ab Akt 2 ist ein bisschen buggy. On upper ledge, but we have to move forward. We'll lose a lot of men if the cliff collapses. Right now I'm more Attacke. Worried about the bloody souls being cute out of the air. Oh, die kämpfen gegen Geister, right. Cool. Let's keep it together. We move as one and do what we do best. Ich überlege gerade, wie kann ich denn sehen, was ich einsammeln kann? Oh, das gehen die Pfeile auch in unsere Richtung. Weil ich will Loot haben. Loot, Loot, Loot. Nur Loot ist gut. Ah, ich war verschwunden. Geht weg, ihr Geister. Das fand ich bei Herr der Ringe auch schon scheiße. A demon. We can't handle it. We need to get back to the purifiers now. Ach, Dämon. Hau mal weg. Oh, wir sind super stark. Wir klatschen ja alles weg. Hm. Vielleicht kommt das später noch, dass wir Sachen aufheben können. The air is freezing. Soul magic. Seelenmagie. Oh, ich liebe Seelenmagie. What the hell happened here? He's one of us. A scout. Hey, soldier, you all right? Where's the rest of your squad? Tod. Soldier? Alone. Who's alone? He's in shock. Let him be. Shut up. No. Who's alone? Shut up! We don't have time for this. Let's move! Oh. Val. Darling, you're gonna owe me big time. I praise your resilience, mortal. You will make a fine host. Val, it's now or never. Now, come to me. Come to me and be reborn in service of the sleeper. Purifiers only serve mankind, demon. I do not request. I command. Ist das nicht ein bisschen zu früh? Purity and sacrifice! Ich bin doch neu hier. Hallo. I can't. He's too strong. Val, I need you now. Be at peace. For soon you shall be no more. What the hell's happening to you? Ich hab keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Auserwählte. Oder haben uns ein Engel noch eingefangen? Akt 1. Children of Hemlock. Oder Hemlock.
Ja, da geht unsere Rüstung dahin. War schön mit dir. Man sieht das wieder liegen, cool. Weil wir direkt die roten Haare haben. I'm not quite dead yet. Das ist scheiße. Ja. Oh, da war ja jemand angebunden, ne, an so einem Pfahl. Ja, der Gute. What happened back there? I feel different. How is it that I can use witchcraft now? None of this makes sense. Tja, das werden wir nie erfahren, warum du auf einmal Hexenmagie hast. So, du hast nur wenig Leben. Du wirst zu Boden gehen, falls du viel Leben verlierst, ist klar. Drücke Q, um deinen Gesundheitstrank aufzufüllen. Jetzt haben wir auch 20 Stück. Jetzt beginnt der Ernst der Lage. Aber wie erkenne ich das Loot? Also, ich glaube, bei Diablo war das immer die Alt-Taste. So, nutze rechte Maustaste, um deine eine Fähigkeit zu nutzen. Fähigkeiten nutzen entweder Willenskraft oder Wut. Oh, Wut klingt gut. Die Arten von Fähigkeiten, die du nutzt werden können, basieren auf der ausgerüsteten Waffe. Ah, okay. Mehr Informationen gibt es im Astfenster, welcher per S-Taste aufgerufen geht. Das ist ein Ast. Das ist ein Baum. Aktive Fähigkeiten. Bla bla bla. Ach, werden wir schon so finden. Wir können Feuerball. Verzehrende Asche. Dazu mein rotes Haupthaar. Passt ja sehr gut. Okay. Und wir verbrauchen Wille. Willenskraft. Ich finde es gut, wenn es matcht, aber ich bin, was Brutalität immer angeht, bin ich wählerisch. Wäre cool, wenn auch so ein paar Gliedmaßen noch liegen bleiben würden. They must have pulled me out of the water. But what of Val? Did she drown? Valeria! Oh, Gold! Val! Ohne Alt-Taste geht das, Mensch. Gold, wir sind reich. Reichtum. Oh. Stulpe. Dann, wird ja wohl besser, genau. Auch hier muss ich sagen, sieht nicht schlecht aus. Das, was mich bei Warhammer Chaos Bane genervt hat, war, dass ja fast alles gleich aussah. Also wir haben jetzt hier schon zwei Kapitel von Warhammer Chaos Bane. Also vom Level-Design. Ich glaube, am Anfang war... Was ist das denn? Beute sammeln und im Inventar öffnen. Ja. Ach, hier. Hä? Der hat jetzt aber nichts gegeben, oder... Hätte ich den Text lesen sollen. Okay, Glibber ist nicht giftig. Ja, was wollte ich sagen? Genau. Das war's. Bei Chaos Bane fand ich sehr wenig unterschiedliche Level. Ich hoffe, dass es das hier ein bisschen mehr ist. Ein bisschen mehr Abwechslung. Oder vielleicht war es auch nur wegen dem Anfang. If anyone from the Republic saw me transform, oh, I better hope not. Auf jeden Fall finde ich es nett. Bisher sieht ganz gut aus. Oh, da hat man was ganz Langes gelebt. Wo kommen die ganzen Schiffchen her? Ah, Drecksviecher. Ah, die können ein bisschen mehr. Ah, es ist Blut da, aber die zerfetzen mir noch zu gut. Könnt ihr echt mal ein paar Ärmchen liegen lassen oder Beinchen. Aber es meckern auf hohem Niveau. Viele lassen ja sowas weg. Damit ja Kids das auch spielen können. So, raus aus der Speisekammer. Oh, jetzt brennt auch ein bisschen. So, Achtung! Alle Gruppenmitglieder werden in den
Eventbereich teleportiert. Während du zur Oberfläche steigst, hörst du das Echo einer nahegelegenen Schlacht. Ja. Feuer frei. You look awfully real for a nightmare. What was that? He's possessed by a demon. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise. Talking to yourself again. Speak of the devil. Oui. Darling, I need a moment. Talk to you later. Whoa, whoa, whoa! Easy now! Ah! Val, snap out of it! Ah! It's me, damn it! Hush it! Did you knock your head? Who do you expect me to be exactly? Oh, I don't know. Some bloody demon. What? No, look. I've no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. I need help, all right. But I'm not some demon, goddammit. Come on, Val. Oh, really? Prove it. You're a tool. That does not seem like something a demon would say. Sicher? All right. Point taken. Ah, darum haben wir auch unser magisches Auge. So, what now? Frankly, I don't know. We should regroup with Operation Dawnbane, shouldn't we? In your state? Flinging magic and turning into a monstrosity? No, 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 no. They'll burn you alive. Hemlock wouldn't. Perhaps. But Melis sure as hell will, and with a smile on her face. Oh, look, let's get out of here first, then we'll figure something out. Aber immer brav umgucken. Was ich auch cool finden würde, ich liebe sowas bei Spielen, wenn sie immer so physikalische Verstecke noch einbauen, dass du, keine Ahnung, irgendwas kaputt hauen musst, aber abfackeln musst. Sowas finde ich auch immer cool. Die Felsen sehen auch gar nicht so scheiße aus. Also sie sehen richtig gut aus. Könnte man glatt für Tabletop-Gelände so nehmen. Oh, die Goonies. Erinnert mich so gerade ein bisschen dran mit der Höhle und dem U-Boot. Aber U-Boot sei schon. Mit dem Schiff. Ja, aber daran merkt man, dass ich alt bin. Ich bin auch ein alter Magier. Scheiß Froschviecher. Außen Hinterhalt greifen die an. Oh, wir brauchen sowas von mehr Wille. Achso, wenn wir Willenskraft ballern, kriegen wir Wut und dann könnte man was anderes mitmachen, oder was? A winged sphere. They do come in every shape, don't they? Wir doch den Text durchlesen sollen. No matter, they die all the same. Yeah. Damn right. Oh, schon im Arsch? Oh, noch eine Stulpe. Praktisch, wenn man noch eine Person dabei hat. Ups. Bisschen Gold mitnehmen. Nächste Stulpe. Gesundheit. Ach, werden. Ach, hier gibt es auch Schulterplatten. Cool. Kann man die Leichen durchlooten? Nee, nur die gelb sind. This place reeks of death. These people are getting torn apart. I don't get it. Svreya aren't normally this bold, not without good reason. That soul demon first, now this. There's something wrong around here. Something very wrong. We shouldn't be too far from the city-state of Stormfall. That should at least be a safe place. So, was bringt denn unsere Waffe? 8 bis 13, aber... Der Stab senkt so ein bisschen die
Transferzeit zwischen Willenskraft und Wut, okay. Also brauchen wir eher die Willenskraft und die Wut brauchen eher die Nahkämpfer? Verstehe ich das richtig? Ich teste es trotzdem mal. Nur so lernen wir es. Ah. Not happening. Alter, erstmal, was ist das für ein riesiger Zahnstocher? Sind wir hier bei Final Fantasy? Das ist ein Mega-Zahnstocher. Ja, nee, komm, ich bin raus. Scheiß auf diese Waffe, die ist ja hässlich. Mega-Zahnstocher. Damit kämpfe ich nicht. Oh, was haben wir denn hier? Oh, oh. Das sind Punkte zum Sammeln. Was ist das? Ach, Lebensenergie. Scheiße. Oder Erfahrungspunkte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es als eingesammelt. So, da hängen ein paar Leute. Warte mal ganz kurz. Oh, man kann... Oh, oh. Man kann richtig reinzoomen. Warte mal. Ja. Wozu dieser Ausschnitt dienen soll? Ich bin mir nicht sicher, aber für die Panzerung ist er nicht gut. Aber, nett, nett, nett. So, was ich gucken wollte, geh nochmal, guck dahin. Achso, die hängen da, die werden, komm mal zurück. Das ist einfach so ein Schild wahrscheinlich. Sind natürlich aufgehangen oder drum hängt irgendein Schild, aber was da drauf steht, kann man natürlich nicht lesen. So, hier ist das von der Inquisition, denke ich mal. Da ist ein Mega-Siegel dran. Witchcraft is forbidden in Stormfall. Anyone called joining nefarious cults will hang. Ah, okay. Gut, das finde ich ja ganz schön cool, dass man da so richtig reinzoomen kann. Nice. Und, okay, gehen wir zurück. Ah, das muss natürlich auch sein. Das ist natürlich so Kletterschwachsinn, aber... Man muss Kisten zerstören und in Kisten muss Gold oder Tränke sein. Das ist einfach so in diesem Spielprinzip. Das muss da rein. We must pull back. We're too exposed. If we do, the civilians will get slaughtered. Better them than us. Okay, jetzt machen wir mal keine Magie. Jetzt gibt's bestimmt Ärger. Oh, kann ich da was auf dem Karren benutzen? Nein. Flüchtlinge! We beg you mercy! No mercy for your pussies. Also Dorfleute hier. Kämpft, ihr Feiglinge. Kämpft. Ah, ich muss mit dir quatschen. I know that face. You've got a plan. All right, let's hear it. You need answers. And I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation to see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate not being executed. Where do we meet? On the way here, I heard talk of an inn in Stormfall, the Laughing Seagull. I'll meet you there. Keep a low profile till then. Gut, dann müssen wir mit der Wache reden, um reinzukommen. Ja, ich bin von der Inquisition. Darf ich rein? For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. We are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the Merchant Prince Damascus himself. So you want fighters? I will fight. Now stand aside. You are serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Anyone else want to fight for Stormfall? No. That's what I thought. So, durch das Töten von Gegnern hast du ein neues Level erreicht. Ob das denn echt auch so funktioniert? Ich habe jemanden abgestochen. Steige ich jetzt ein Level auf? Der Polizist sagt, nein, du kommst ins Gefängnis. So, nutze C, um deinen Charakterblatt zu öffnen. Machen wir doch.
weisen sie den 4 verschiedenen Attributen Punkte zu. Jedes Attribut wirkt sich auf verschiedene Aspekte deines Charakters aus. Super. Nutze P, um den PST zu öffnen, um Punkte zu verteilen. Ich kenne PSD-Datei. Scheiß Outlook. So, dann laufen wir erstmal nicht weiter. Wir gehen erstmal in C rein. So, Attribute. Alle Attribute können auch nach einem Level-Up erhöht werden. Du erhältst 10 Attributspunkte, klar, die ich frei verteilen kann. 3 Attribute mit dem höchsten Wert erhöhen deinen allgemeinen Schadensausput. Nur 3. Wahrscheinlich Beweglichkeit, Zähigkeit und Wildweite. Du kannst deine Attributspunkte mit Gold zurücksetzen und deine passiven Fähigkeitspunkte mit urzeitlicher Affinität. Hä? Gut, was haben wir denn so? 10 Punkte haben wir. Wir haben Gesundheit. Ach nee, Wildheit. Ups, ich dachte Rot wäre Gesundheit, aber nein. Okay, kritischer Schaden, kritischer Zauber. Achso, auch das erhöht meine Magie. Zähigkeit ist Gesundheit und Kraft. Das ist ein Kraftschild. Dein gesamtes Schild? Ah, der blaue Balken am roten Balken, ja. Das ist mein Kraftschild. Aha. Dann geht erst das Schild runter und dann kriegen wir keine Lebenspunkte mehr. Beweglichkeit. Angriffe pro Sekunde. Zaubergeschwindigkeit. Also, es ist scheißegal, ob ich Kämpfer bin oder Magier. Wir müssen das alles aufwerten. Nicht so wie bei anderen Systemen, wo man dann Stärke von weglassen kann, weil man es nicht braucht, weil man ja Zauberer ist und kein Nahkämpfer. Okay, Weisheit. Effektzauber. Modifikator, der auf allen Zaubern deines Statuseffekte angewandt wird. Also weglaufen, das ist schon mal sehr gut. Da gehen wir mal auf 10. Zähigkeit. Geht da, warte mal. Wundere mich, weil dann woanders was runtergeht. So, kommen wir auf 7,2 Schaden. Ich nehme trotzdem die Weisheit. Machen wir mal so. Bestätigen. So, dann gehen wir auf P. Du erhältst einen passiven Fähigkeitspunkt pro aufgestiegenen Level bis hin zu insgesamt 89, sowie 2 weitere für den Champion von Sturmfall Fallspielmodus. Verteile deine Punkte und klicke anschließend auf Bestätigen. Du kannst die Ringe in der Pforte der Schicksale drehen, indem du das Ringinterface auf der linken Seite. Achso, das ist dann hier. Muss ein Ring auswählen. Ne, egal. Was haben wir hier? Gelehrter, robust, Kraftschild 10%. Boah, da müssen wir sich erstmal alles durchlesen, um zu gucken. Ja, das ist schon nicht ohne, was man hier lernen kann. Soldat. Gelehrter. Wächter. Das heißt, wir konzentrieren uns erstmal auf die Punkte hier. Man kann später bestimmt hier auch so mixen, so einen Kampfmagier machen oder solche Geschichten. Oder ein Magierbogenschütze. Nein, das tun wir nicht. Wobei hier auch magische Sachen enthalten sind. Aha.
Aber man konnte das hier mal irgendwie drehen, ne? Ah, okay. Das heißt, man kann sich das auch noch so hindrehen, wie man es braucht. Das Problem ist, man kann wahrscheinlich nicht alles lernen, weil die hier gegenüber sind. Okay, aber wir brauchen erstmal den Grundkram. Gesundheit, Kraftschild könnte man auch gebrauchen. Gesundheit, Nahkampfschaden eher weniger. Hier steht explizit Nahkampfwaffen. Zauberschaden, Effektschaden, Kraftschild. Und 12. Ich nehme erstmal den Kraftschild. Weil wir brauchen einfach ein bisschen Leben. Hat er? Gut. Betrete Sturmfall. Ja, überfüllt sieht aber anders aus. Jewel of the Sea. Let's see what you've got for me. Und ich muss sagen, wir haben jetzt eine Folge und haben jetzt drei unterschiedliche Settings. Warhammer Chaosbane, also die mache ich, der Name ist mir entfallen. Müssen da noch einiges lernen. Ah, new blood. Get to Mahabi's shop. He will have you geared up. Courtesy of Stormfall. Dann machen wir das. Rüsten wir uns nochmal aus. I am not a hero, you hear? It's either that or we throw you back outside the walls. No, please. Don't send me back there. It's a bloody slaughter. You haven't seen it. You don't know. Yeah, die a hero or die a coward. Make up your mind. We need warriors against us, Freer, not whiners. But the deads. The deads rose back with the earthquake. We've all seen it. The Sverir aren't the problem. Why won't you believe us? You are so shameless in your lies. Disgusting. Sowas finde ich auch immer nett. Auch da muss ich wieder zu sagen, zu Chaosbane hatte sowas gar nicht. Dann finde ich auch ganz nett, dass die Fitze, dass das Licht da schön sich drin spiegelt und die Fitze sich ein bisschen bewegt. Natürlich ist es kein, ja, reagiert es nicht auf unseren Bewegung, aber wir spielen auf Low. Nicht vergessen, wir spielen auf Low, weil ich keinen Bock hatte, das neu zu starten. Und ich finde, für Low reicht das vollkommen aus hier. Dieses, ich bin echt mal gespannt, wie das bei High aussieht. Und auch hier diese Spitzen, das ist so Warhammer 40k mäßig. Gefällt mir. Ja, wohl, die haben sich ja wahrscheinlich aus der Fantasy da einiges rausgenommen. I'll have to fight for Stormfall if I'm to stay within the city walls. Ja. Sieht aber hier echt alles nicht überfüllt aus, ne? Mojave sollten wir hin, glaube ich, oder? Weiß gar nicht mehr, wo sollten wir das hin? Rede mit Mojave, den Händler. Mojave! Was willst du? Wähle deine Belohnung. Ich nehme keinen Bogen. Novizenstab. Genau den nehmen wir. Nee, also ich nehme nicht nochmal so ein Schwert. Naja, sieht das. Sieht, ich weiß nicht. Nee. Da bin ich ein bisschen eigen. So, 2 bis 8, 7 bis 10. Natürlich ist der stärker. 25 Zauberkraft. 30% Transfersenkung. Was ist das denn? Wuttrank. Ich glaube, den brauchen wir eher weniger. Außer es kommen Bugs, dann werde ich schon wütend. Oh, rede mit der Archivarin. Hallo, Archivarin. So. Ein Hyperwürfel und Fähigkeiten. Halt die Fresse. Du hast einen Hyperwürfel bekommen, welches ein uraltes magisches Objekt ist. Nutze die rechte Maustaste im Inventar auf dem Hyper-Hyper-Würfel, wodurch die Fähigkeit erlernt wird. Du kannst die Hyper-Hyper-Würfel bei Demetra
gegen urzeitliche Affinität eintauschen. Also ist das eine Währung. Mit dieser Währung kannst du bei Demetera deine Fähigkeiten verbessern. Das Erhöhen einer Fähigkeit führt dazu, dass Modifikationen freigeschaltet werden. Nutze die Taste S, um das Ast-Menü zu öffnen. Fähigkeiten werden auch im Kampf gelevelt. Die Fähigkeiten werden auch noch gelevelt. Nice. So. Wähle deine Belohnung. Hyper-Hyper-Würfel. Stürmt in die entgegengesetzte Richtung des Cursors und lasse eine Bombe fallen. Die Gegner in deinem Bereich werden verlangsamt. Bombe. Für schnelle Gegner, weil wir sind ja Magier. Boah. Winterliche Umklammerung. Was war das für? Zwar verwendbar mit solche Bogen. Nee, Pistole haben wir nicht. Nur mit einem Stab oder Katalysator nutzbar. Eine Eisexplosion mit mittlerer Reichweite, die alle Gegner in der Nähe einfriert. Das klingt doch mal ganz gut. Verwendbar mit einer Nahkampfwaffe. Beschwört einen großen Speer, welcher auf die Gegner fällt und Schaden verursacht. Finde ich cool, aber... Finde ich cooler. So, jetzt habe ich einen Hyper-Hyper-Würfel. Was mache ich damit? Entschuldigung, ich habe jetzt ganz viele Hyper-Hyper gesagt. Ich kann hier nichts für. Hyper-Hyper. Ich höre schon den Song im Kopf. Ach, auch wieder so ein Grund, woran man merkt, dass ich alt bin. How much is the fish und so, ne? Gut. Betrete das Ackerland. Hinfort mit euch, Gesocks. Jetzt kommt Heinrich. Attention! Attention! You are all that stands between the Greens and your families. So stop sobbing and get ready for hacking. Make every blow count. But we're not even trained. How are we supposed to kill them? You use the sharp edge. Civilians. Also dreckigen Zivilisten. Another new conscript, huh? You look different from the others. Oh, I know. You're not wetting your pants. How come? I've been on battlefields before. A soldier, huh? My lucky day. I need someone for a mission. Think you got what it takes? Ja, klar. The Sphere have penetrated two of the three defenses we built to stop them. Our last working Radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with you. Don't look back. Gut. Nutze T, um per Stadtportal zum Stormfall zurückzukehren. Okay. Machen wir jetzt aber gerade nicht. Hey Ben, you believe in those rumors? Deads walking and ghastly apparitions. You're talking nonsense again. Be vigilant! Hold position! These guards are as scared as we are! We won't see the sunrise tomorrow! Die warten jetzt auf Einlass oder achso. Aha. Ein Schild. Nee. Kann ich ihn überhaupt nehmen? Natürlich nicht. Ich habe eine Zweihandwaffe. Und einen Haarmund. Bäh. Oi! Come back here! You're gonna get yourself killed! Ach. Dann werde ich halt umgebracht. Wir haben keine Angst. Ihr seid bei mir. In den Anfangsphasen bei solchen Spielen lasse ich mir immer viel Zeit und gucke mich immer sehr um. Viel um. Macht ihr wahrscheinlich auch. Ihr wollt halt alles mitnehmen, ne? Aber ich will ja auch alles mitnehmen. Quasi jede Truhe. That must be Sandor's barricade.
So, ja, mit M, Weltkarte öffnen und die Wendepunkt, okay. Das ist altbekannt. Please don't tell me you are the reinforcements. Ja. Maybe. Have a message for Sandor. He is inside. Organizing the... Oh no. Greens! The Greens are coming! Oops. I'm going in. What? Wait, I didn't authorize. You want reinforcements? I'm all you're gonna get. Now let's go! Na komm. Come on, man! Attacke! Let's earn our keep! Time to show those Greens the color of the storm! Warm her up! I want to hear her sing! Now! Squad 2, to the west! Squad 3, in position! Here they come! Knock! Draw! Loose! It's not enough! Unleash the storm, now! To hell with it! Fire at will! Give them everything you've got! Stand as one for Stormfall! Tunnelers! Protect the cannon! To the north! Push them back into the ground! Squad 1, take the south! Squad 2, to the west! Show them the might of the storm! We'll live through this! Oh, das war effektiv. Can't do that. Scheiße. Spitters, take cover! Stand your ground! Don't let them get to the cannon! Wie geht's? Dieser dreckige Tunnelbauer. Okay, das müsste wohl sein. Incoming! Come on, you big fat green. Stelle dich dem Alpha. Denn ich bin das Omega. Oder so. Hey, bleib stehen! Scheiße. Oh. Nein! Fuck you! Ich wollte gerade mit WASD weitermachen. Oh, das heilt mich. Jetzt wissen wir's. Die Eisgeschichte gefällt mir ganz gut. Und der Feuerball natürlich auch, dass es auch so oft hintereinander geht. Yes. Nein, der lebt ja noch. Was soll ich mit einer Pistole? So. Haben wir mal gefetzt hier. Who the hell are you, soldier? Just a messenger. Some messenger you are. What's the message then? That the reinforcements are coming soon. Impeccable timing. Take their sweet time as we get hammered. We won't hold for much longer if they don't get here soon. There's more. Your orders are to stand your ground at any cost until they arrive. Are you serious? My men...
My men's morale is hanging by a thread. Their friends are dead. They are famished, wounded. We have one cannon that barely works and little to no arrows left. What am I to do? Those buffoons are sentencing us to death for no reason. We won't withstand the next bloody assault. You won't have to. Oh yes, and why is that? I'm taking the fight to them. Don't be ridiculous. Watch me. Yeah. The power flows through me. Level 3, bitch. So, dann wollte ich hier wieder auf Wildheit ein. Oh man. 15, 2 hier, den Rest verteilen wir hier. Kraftschild ist immer noch bei 10, finde ich schade. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Weiter den Kraftschild verbessern und die Effekte. Reduziert Abklingzeit aller Fähigkeiten. Zauberschaden, Effektschaden. Wir gehen hier gleich in die Mitte rein. Willenskrafterhöhung. Gehen wir dahin. Ja. Da haben wir ja schon einiges gerockt hier. Come back here, you fool! They have a giant burning one leading them. It will fry you alive! Ach, halt die Fresse. I'm not letting your men die, Sandor. Oh, Rüstung. So, haben wir neue Klamottos. Widerstandsfähigkeit bringt gar nichts. Pistole will ich nicht. 2 Gesundheit, das ist ein Witz. 50 Kraftschild. Jawohl. Endlich einen besseren Kraftschild. Und ich sehe auch gerade, dass wir... Was ist das Grüne da? Das müssen wir mal kurz testen. Sie kommen! Nein! Oh, die leben noch. Oh, ein Helm. So, gebe mir den Helm. Ich bin Lord Helmchen. Ich finde die Mähne, die wir haben, eigentlich ganz gut. Was ist das Grüne? Oh. Alter, hör auf zu schreien. Geht hier auf die Ohren. Ah, geht auch mit alt. Jetzt wissen wir es auch. Da habe ich wahrscheinlich die Hälfte übersehen. Was ist das? Das ist ein Dungeon. Okay. Gut, aber ich würde hier erstmal einen Break machen. Und, ja, ich höre, die Kleine schreit. Ja. Also mir gefällt es sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Habe es ja auch gekauft. Nicht gesponsert bekommen. Dafür reicht mein YouTube-Fame noch nicht aus. Noch neuer Skin. Kapuze. Eine Kapuze vielleicht. Kraftschild. 6 Gesamtwiderstände. Nehmen wir das. So, was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Ja. Video ist lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Was haltet ihr vom Spiel? So buggy, wie ich es bisher gelesen habe, ist es ja nicht. Aber, naja, was noch nicht ist, kann auch werden. Ja, ansonsten, liken nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, abonnieren, für die es noch nicht getan haben, nicht vergessen und reingehauen. Na, ciao!